Dann schauen wir mit Thomas Ranft noch nach vorn. Sorgt das Wetter am Wochenende für gute Laune? Bei Meteorologen auf jeden Fall, denn da ist ganz schön was geboten. Es gibt wenig Sonne, dafür aber ein Orkantief. Nadja heißt es und bewegt sich in den nächsten Stunden in unsere Richtung, wird uns über das Wochenende beschäftigen. Und da sind ganz ordentliche Windgeschwindigkeiten drin. Überall, wo es bunt ist, pfeift der Wind ganz gehörig. Und die Spitze wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag erwartet. Und dann haben wir höchste Windgeschwindigkeiten im Sturmbereich, Richtung Küsten, sogar orkanartige Böen auf den Bergen, Orkanböen. Wir sehen, im Westen ist es insgesamt etwas weniger, aber selbst da weht der Wind ganz ordentlich. Und Wind kann zerstörerisch sein. Warum? Weil Luft etwas wiegt. 1 Kilo pro Kubikmeter. Und wenn ich mich mit meiner Stirnfläche von geschätzt 1,5 Quadratmetern in den Wind stelle, gerade bei Tempo 60, das ist noch lange kein Sturm, da verdränge ich innerhalb einer Minute 1,5 Tonnen Luft. Also da schiebe ich quasi ein Auto weg. Bei Sturm potenziert sich das Ganze nochmal. Also da muss man wirklich gucken. Und jetzt gucken wir mal auf die nächsten 24 Stunden, was denn wettermäßig sich so tut. Wir haben ja in der Zwischenzeit eine ganze Menge Wolken. Im Nordosten schien ja heute noch die Sonne. Das gibt sich jetzt ja schon. Und es kommt Regen auf eine sogenannte Warmfront, die sich im Laufe des Tages übers Land ausbreitet. Im Osten regnet es etwas mehr als im Westen. Und am Nachmittag kommt dann hinter der Warmfront die sogenannte Kaltfront. Und da kann es teilweise sogar auch Gewitter geben. Da regnet es auch kräftiger. Und dann wird der Wind in der Nacht zum Sonntag immer kräftiger. Die Warmfront, die sich jetzt nähert, lässt die Temperaturen ansteigen von Norden. Die Frühtemperaturen morgen schon 7, 8 Grad. Im Januar im Süden ist es noch einigermaßen kalt. Und dann reden wir über Höchstwerte von 12 Grad am Niederrhein beispielsweise. Und etwas kühler ist es noch in Bayern und Baden-Württemberg. Aber das ist schon wirklich bemerkenswert warm. Zum Montag wird es wieder wechselhaft. Vielen Dank, Thomas Ranft. Mit den Aussichten verabschieden wir uns und machen Platz für einen Tatort aus Dresden. Morgen sehen wir uns wieder. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen noch und einen guten Start ins Wochenende.